So, hallo. Ich habe mir eine Hülle gekauft von Unbreakable. Jetzt fokussiert die Kamera eh nicht. Ich habe mir gedacht, für mein super günstiges iPhone XS mit 256 GB in Gold müsste eine schöne Schutzhülle, sage ich mal, her. Habe dann diese gefunden bei Amazon für 9,85 €, glaube ich. Ist jetzt natürlich an sich kein Preis, wo man sagt, so da stopft man oder da mit 10 € sichert man jetzt hier ein 1000-Euro-Gerät ab. Aber ich habe mir gedacht, das schien mir ganz gut von der Qualität her und von den Bewertungen auch. Also dachte ich mir, ja komm, was kannst du schon falsch machen damit? Ich habe mir das dann gekauft, habe es auch schon installiert, deshalb ist das hier kein Unboxing, sondern eher ein, eher eine Art Beschreibung. Sage ich mal, wir haben hier ein voll umschlossenes Display. Also sprich, es geht sogar über den Rand, das heißt, auch wenn es quasi auf den Display fällt, solange dann nichts hervorsteht, was dann quasi effektiv auf das Glas trifft, würde dieses beschädigen. Dementsprechend auf flachem Untergrund quasi keine Chance für Displaybruch. Wie es mir auch bei meinem 6S bereits zweimal passiert ist. Aber da stand zum einen einmal die Gummikante quasi drüber hin, hervor. Nicht bei einer Hülle von dieser Marke, sondern bei einer viel, viel günstigeren. Die hatte, glaube ich, auch nur 2 € oder so gekostet. Eine durchsichtige, super günstige, richtig billige. Ja, kann man mal sagen, Müllhülle. Und die hier, die wirkt wirklich, wie gesagt, sehr hochwertig. Die sitzt sehr, sehr, sehr feste an. Die wird geliefert mit einem Reinigungstuch in dieser schnieken Hülle hier quasi, also in so einem Tütchen hier quasi einfach nur drin. Das dann wiederum eingebettet hier rein. Dazu gehört dann eine Bedienungsanleitung, die dann, denke ich mal, beschrei, also mehrfach ausklappbar und auf verschiedenen Sprachen dann nochmal darauf hinweist, dass es sich um eine Premium-Garantie handelt. Und hier ist dann nochmal ein Garantiekärtchen, welches dann scheinbar ja das Ganze nochmal, ja, wie gesagt, besser beschreibt. Dann kommen wir zur Hülle. Das, was mich da letzten Endes so ein bisschen, sage ich mal, auch auf der Seite. Ist das hier nicht ein Frauenname? Ja, sage ich mal, einfach dazu gebracht hat, dich zu kaufen. Weil, wie gesagt, also so schön, wie das jetzt hier aufgemacht war, sah das jetzt noch nicht mal bei Amazon aus. Also, sprich, das war eigentlich eine relative Standardaufmachung der, ja, der Seite, wo halt das Produkt dann bei Amazon dargestellt worden ist, und dann kam diese super hübsche Hülle hier quasi aus dem Amazon, ja, aus der Amazon-Umverpackung hervor, und dann dachte ich erstmal so, wow. Also würde ich jetzt nicht denken, dass die nur 10 € kostet, diese Hülle. Wie gesagt, ich habe sie dann angelegt. Da war noch ein zusätzliches Wet Wipe dabei, also quasi so, wie man sich das vorstellen könnte von KFC oder McDonald's, um seine Finger sauber zu machen, wenn man was Fettiges gegessen hat. So ein kleines Tütchen, wo so ein kleines mikrofeuchtes Tuch drin ist, womit man quasi das gesamte Handy reinigen soll, beziehungsweise das iPhone komplett reinigen soll auf der Rückseite. Im idealsten Fall dann mit Gummihandschuhen. Deswegen habe ich es jetzt noch nicht abgezogen, weil ich jetzt keine Gummihandschuhe mehr hier habe. Ich habe meine letzten beiden dafür quasi verschwendet. Habe das dann, wie gesagt, komplett entfettet, mit dem weißen Tuch quasi sauber, beziehungsweise trocken gemacht. Hab dann die Hülle drüber gezogen und ja, dementsprechend ist sie dann jetzt quasi verbaut. Die hat jetzt hier keinen Schutz für, also dass hier kein Wasser eindringen kann. Und beziehungsweise Staub und Wasser. Aber das ist ja angeblich sowieso serienmäßig bis 2 Meter wasserdicht. Also von daher ist das dann egal. Ich bin da jetzt auch gerade nicht so, ja, versiert. Ich meine, 2 Meter oder sowas müssten da sowieso Schutz sein. Das sind jetzt hier die Lauter-Leiser-Knöpfe, die sind da natürlich eingefasst. Bis auf natürlich, was nicht anders möglich wäre. Der fokussiert hier extrem schlecht. Hier, der Lauter und Leiser, beziehungsweise der Stummknopf.
der Button für die, wie heißt es, also quasi der Sperrbutton, der ist dann natürlich auch mit eingefasst und die komplette Rückseite sieht natürlich super aus. Hier ist nochmal ein separater Gummiring um die Kamera, weil das ja natürlich dadurch, dass es hervorsteht, ein angreifbarer Punkt ist, falls es fällt. Und ich hatte das jetzt einen Tag in Benutzung gehabt, komplett ohne Hülle und habe mir dann schon die ganze Zeit Gedanken gemacht, nicht, dass es kaputt geht, weil die Rückseite des XS ist ja auch aus Glas, also dementsprechend ja auch sehr anfällig oder es sieht zumindest aus wie Glas. Und dementsprechend, wie gesagt, war das dann für mich halt so ein Kriterium, wo ich gesagt habe, ich brauche dann auf jeden Fall doch eine Hülle, weil wenn das Metall wäre, hätte ich gesagt, okay, kann man vielleicht ohne, aber ja. Schön sind hier diese griffigen Flächen, die auch echt extrem rau also hervorstehen, also wirklich, ja, sage ich mal, auch eine Hochwertigkeit präsentieren. Und da kann ich echt sagen, also für die 10 Euro inklusive Versand, tatsächlich mit Prime, ist das Ganze versandkostenfrei quasi zu betrachten, ist es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung wert. Das scheint ein sehr, sehr hochqualitatives Produkt zu sein. Über die Ladekabel kann ich jetzt nicht mitreden, da hatte ich mir keins mitbestellt. Ich war am Überlegen, ob ich eins mitbestellen soll oder halt nicht. Ich habe es dann nicht gemacht. Nicht, weil ich nicht überzeugt gewesen wäre, dass die genauso qualitativ hochwertig wären, sondern weil ich halt noch genügend Ladekabel hier habe. Ich werde das in Zukunft dann auch nochmal auffassen, mir bei denen eins zu bestellen und dann dementsprechend darüber auch nochmal meine Bewertung abzugeben. Für alle, die zugesehen haben, ich bedanke mich recht herzlich für die 7 Minuten eurer Zeit und lasst ein Abo da oder Kommentare und ich wünsche euch alles Gute. Tschüss!